Die Stadt Oranienburg lädt am Wochenende zur Lichttherapie unter freiem Himmel. Bei den Winterträumen wird der Schlosspark visuell und akustisch in Szene gesetzt. Lichtkunst trifft auf Poesie. Die Besucher können durch eine zauberhafte Fantasiewelt wandeln, die illuminierten Skulpturen bestaunen und dazu Märchen und Gedichten lauschen. Die Winterträume im Schlosspark Oranienburg, Freitag bis Sonntag jeweils von 16 bis 21 Uhr. Tanzen, singen und feiern liegt ihnen im Blut. Die Dancepirators of Ireland bringen die Lebensfreude von der grünen Insel auf die Bühne und nehmen die Zuschauer mit auf eine Tour durch die Pubs des Landes. In der Show Whiskey, You Are the Devil wird aber weniger getrunken als vielmehr musiziert und gesungen. Sonnabend um 20 Uhr im Kleistforum in Frankfurt-Oder. Die Akademie der Künste im Berliner Hansaviertel widmet Nan Goldin eine Ausstellung. Anlass ist die Verleihung des Käthe-Kollwitz-Preises an die Künstlerin im März. In ihren Fotografien aus insgesamt 5 Jahrzehnten setzt sie sich mit den Themen Liebe, Sexualität und Gewalt auseinander. Aufgenommen wurden die Bilder zum Teil in Berlin, wo die US-Amerikanerin Anfang der 90er Jahre für 4 Jahre lebte. Mit ihrem Werk setzt sich Goldin für mehr Akzeptanz in der LGBTQ-Szene ein. Die Ausstellung im Haus am Hanseatenweg läuft noch bis zum 19. März.